Trennt euch bitte. Hallo, herzlich willkommen. Vor Weihnachtszeit ist Weihnachten Garcia. Yeah. Wir wollen ja auf den Zug eigentlich gar nicht mit aufspringen. Überhaupt nicht. Aber ich befürchte, es ist der letzte vor der kurzen Weihnachtspause. Es gibt eine Weihnachtspause. Ich befürchte, oder? Ich denke nicht. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Bonus-Podcast. Mal gucken. Weiß nicht, was wir genau geplant haben. Aber was erwartet uns denn diese Woche? Erstmal viel Organisatorisches. Och nee, echt? Ja, richtig viel. Hast du was für die Statistik? Nee. Gar nicht? Nee, also nichts jetzt Weltbewegendes. Was ist denn weltbewegend in der Statistik? Also auf YouTube meine ich. Da ist ja nichts Weltbewegendes, oder? Naja, wenn man bestimmte Anzahl an Aufrufen hat, dann darf man den Kanal für die URL neu benennen zum Beispiel. Und dann wären wir youtube.com/trennt euch bitte. Oder trennt euch bitte /YouTube. Oder das letzte Weltbewegende, was passiert ist, war doch dieser Südkoreaner, der so Arschklatscher angedeutet hat. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Wie hieß der noch? Egal. Naja, organisatorisches. Wir machen heute ein bisschen Meta, 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 würde Heller von Sinn sagen. Das Präfatio, das Vorwort steht im Mittelpunkt. Ich weiß, wir haben auch noch Themen vorbereitet, aber heute wollte ich auch ein bisschen Vorwort, ein bisschen Organisatorisches machen. Das interessiert doch keine Katze im Podcast, dass du was Organisatorisches machen willst. Oh, das doch, können wir doch außerhalb klären. Doch. Wir müssen unbedingt die Überlänge mal thematisieren. Letzte Woche gab es einen überlangen Podcast. Oh ja. Warum gab es den eigentlich? Weil wir so overperformed haben. Ja, overperformed. Wir saßen hier mit Steroiden und dachten uns, müssen wir machen. Aber das war geil. Also man saß danach beim Final Cut, beim finalen Schnitt und wir haben uns gedacht, da kannst du nichts rausnehmen. Das ist Comedy Gold. Das ist richtig. So fühlt sich Mario Barth kurz vor jeder Show. So wie wir einmal in der Woche. Ich wollte das einmal erleben. Aber wie geht's denn eigentlich unserem Publikum damit, dass wir so Comedy Gold abgeliefert haben? Hat man überhaupt was davon gemerkt? Da draußen? Geht ja, so. Da komme ich jetzt schon wieder auf die Statistik zu sprechen. Ja, warum eigentlich? Weiß ich nicht. Ich fand diese Statistik, das finde ich so gut. Das ist so schön. Das Internet ist groß genug, damit wir aufnehmen können, so viel wir wollen. Da ist immer noch ein bisschen Platz ist auch für uns. In der engsten Hütte. Ja. Ja. Ja, das interessiert mich jetzt alles wahrscheinlich überhaupt nicht. Was, ein bisschen was Forderndes, habe ich mir jetzt überlegt, für den Anfang, was sich so durchzieht. Nein, ein Spiel. Spiel und Spaß. Was? Und zwar habe ich mir überlegt, eine kleine Knobelecke einzurichten. Wo? Hier? Bei mir im Büro? Hier im Büro. Und zwar gibt es jetzt so eine kleine Knobelei, so eine Knobelecke für Einsteiger, für Anfänger. Und da kann man sich das überlegen und am Ende des Podcasts wird gelöst und mal schauen, das kenne ich irgendwo her. Ob du drauf kommst. Ist das Karlmann und Maine? Nein, das ist ein Rätsel. Maine. Ich stelle eine kleine Knobelaufgabe. Mach mal. Also Stifte raus oder Kopf anstrengen. Jetzt bitte merken. Ich habe keine Stifte. Du musst auch nicht mitschreiben, es ist ganz einfach. Es geht darum. In einer Höhle. Ist das jetzt eine Rubrik? Mal schauen, wie es ankommt. Also in einer Höhle leben Zwerge mit blauen und mit gelben Mützen. Und die werden dort von einer Zauberin gefangen gehalten. Und die kommen nur frei, wenn sie ein Rätsel lösen. Wir sollten mal über das Frauenbild und das da reden. Rätsel. Wieso werden die von der Zauberin da gefangen gehalten? Das ist Schneewittchen 2. Und die Bedingung ist, dass sie nach Farben sortiert die Höhle verlassen. Dabei ist wichtig, dass sie die Farbe ihrer eigenen Mütze nicht wissen, sie dürfen nicht miteinander kommunizieren und keine Tricks wie Spiegel anwenden. Sie nehmen alle ihre Hüte ab? Nein, das dürfen sie nicht. Sie müssen die Hüte auflassen. Sie wissen nur, welche Hüte die anderen haben und dürfen nicht mit denen kommunizieren. Und die Aufgabe ist es, die Höhle nach Farben sortiert zu verlassen. Okay. Das ist die Aufgabe. Viel Spaß. Wird am und jetzt kommt weiter Organisatorisches. Ja, ich habe neulich, juhu, Organisatorisches. Ich habe nämlich mir neulich gedacht, das Internet ist groß genug für uns. Das ist groß genug für alle. Es ist noch nicht ganz barrierefrei. Leider, das ist wahr. Aber ich bin doch jetzt YouTuber und ich entdecke das immer mehr, dass ich einer bin. Ja, ich wollte nie einer sein, aber jetzt bin ich einer. So, jetzt muss ich damit leben. Und jetzt bin ich... Und der Prankster ist er jetzt. Jetzt habe ich mich ertappt, dass ich selber mir eine YouTube-News-Sendung Meta-Meta-Meta-Ebene angeschaut habe. Was tut sich denn auf YouTube? Ja, im Moment geht es darum, ob Gronkh so gut ist, wie er immer tut, und Bibi so böse, wie sie immer tut. Das ist jede Folge da, oder? Bei dieser YouTube-News. Ja, weiß ich nicht. Es ging auch mal über irgendwie schwulenfeindliche Aussagen von irgendeinem...
Ich kenne die ja alle nicht. Das waren wir, oder? Ja, das waren wir. Folge 2. Aber ich glaube, wir distanzieren uns davon. Wir distanzieren uns von unseren schwulenfeindlichen Aussagen, definitiv. Aber das Endergebnis war von diesem News, man kann die beiden nicht vergleichen. Die machen anderen Content, so wie wir. Ja. Wir machen ganz anderen Content. Du machst auch anderen Content wie ich. Du machst jetzt zum Beispiel organisatorisches. Das passt dir jetzt gar nicht. Ne? Ja, aber es geht ja noch weiter. Wie fandest du eigentlich Morgoloth das Brückentier? Großartig. Wer ist das denn, wird er auch fantastisch geklickt. Wer ist denn Morgoloth das Brückentier nochmal? Klär doch mal unsere Zuhörer auf. Ich bin ja schon ein bisschen stolz. Tatsächlich? Ja. Das hat eine Firma gemacht. Ja, das hat eine Firma für uns gemacht. Ich nenne es eigentlich Pornogott das Lückentier. Das großartiger Gag. Pornogott das Lückentier. Als wäre er mir eingefallen. Nein, bitte. Nein. Jetzt zum ersten Mal haben wir ein weiteres Tierchen eingeführt. Auf dem Thumbnail. Nach Danny Nagel. Nach Danny Nagel oder dem doppelten Danny Nagel in unserer Doppelgänger-Folge. Oh ja. Und kam ganz gut an, glaube ich. Ja? Morgoloth, nicht schlecht. Aber ist halt quasi nur noch jetzt für Outtakes reserviert. Leider. Und weil wir so wenig Sachen haben, die man rausschneiden kann, es sei denn, wir es gibt zu wenig Outtakes. Hörporno dann auf jeden Fall auch. Ja. Porno Gott, das Lückentier. Mir gefällt es. Es ist wirklich ein bisschen flacher Humor. Das sehe ich auch vollkommen ein. Aber mir gefällt er ganz gut. Schön. Ja, muss auch mal sein. Ja. Ja, dann habe ich noch was entdeckt. Organisatorisches. Unsere Stimmenunterschiede wurden so kritisiert. Ich habe da Feedback bekommen. Das erste Mal Feedback. Mhm. Nicht auf den offiziellen Kanälen, sondern inoffiziell. Zwischenmenschlich, möchte ich sagen. Wow. Ich lasse die Fans sehr nah ran an mich und in mein Privatleben. Ja, die Arbeit mit der Community ist mir auch das Wichtigste. Jedenfalls hatte ich da mal wieder so ein kleines Fantreffen. Und diese Stimmenunterschiede müssen wir irgendwie mal aufheben. Ja. Vielleicht solltest du einfach mal dunkler sprechen. Oder heller? Ich weiß es nicht. Oder ein Akzent. Irgendjemand von uns spricht einen Akzent. Oder eine Fremdsprache. Wir haben es ja schon mit Rumänisch versucht. Oh ja, du sprichst aber jetzt bitte Rumänisch. Fände ich aber gut, wenn sich das so durchsetzt. Und vor allem dein Rumänisch wird in jeder Folge besser. Auch. Ja, lernst dabei. Oder wir lassen einfach nebenbei so eine Sprach-CD ablaufen und einer von uns tut so, als würde er sich mit der unterhalten. Da fällt mir die erste Stunde Latein ein. Und das schränkt natürlich wieder mal unsere Herkunftsort sehr ein. Latein, damals, wann war das? 7. Klasse. Hatte ich Latein das erste Mal. War quasi dann deine zweite Fremdsprache. Das war meine zweite Fremdsprache. Ja. Wobei die erste Russisch war, um mal Verwirrung zu stiften. Jedenfalls war der erste Satz Servus, Markus. Ich Forum Venet. Boah, das ist ein langer Satz. Jawohl. Mein erster Satz war Sol Ardet. Punkt. Oh, das ist aber geil. Mein zweiter Satz war Sol Eier. Punkt. Naja, jedenfalls, mir fiel dann ein, bei diesen Stimmenunterschieden, wir können unbedingt mal Telefonstreiche machen. Haben wir das schon mal thematisiert? Das haben wir schon mal thematisiert. Wow. Ja, weil gute Gags und doppelter Boden, wir machen Telefonstreiche. Ja, ich gebe mich zum Beispiel als Sohn deiner Mutter aus. Entschuldigung, wenn es jetzt übersteuert hat. Entschuldigung, an alle Leute, die Kopfhörer benutzen an der Stelle. Und masturbieren. Das wird sie jetzt ein bisschen rausgebracht haben. Am Anfang fand ich es schwer, dazu zu masturbieren. Auch so ein YouTube-Satz. Naja, jedenfalls, ich gebe mich als Sohn deiner Mutter aus und verwirre die Frau total. Am Telefon. Durch die Medien geistert ja der sogenannte Chefmasche-Trick. Nach dem Enkeltrick kommt jetzt der Chefmasche-Trick. Soll ich dir erzählen, wie der Chefmasche-Trick geht? Ich kann es kaum erwarten. Du weißt schon, wie es funktioniert? Nein? Nein. Du praktizierst ihn selbst häufig, ne? Der Chef ruft an, ein angeblicher Chef ruft an und verlangt von seinen Angestellten Geld ins Ausland zu transferieren. Und dieses Jahr ist dem Fiskus damit schon ein Schaden von, sage und schreibe, 1 Milliarde Euro entstanden. Was? Ja, und es gibt ein Trio. Wen haben die angerufen? Ja, die rufen bei Carsten Waschmeier. Die rufen bei Ferris daheim an. Nein, aber die rufen da irgendwo an, bei so, ich sag mal, mittelständischen Unternehmen. Und dann, ja, und da gibt es ein Trio, die haben schon 270... Trio. Richtig, der traurige Clown am Schlagzeug hat sich schon 270 Millionen Euro ins Ausland transferieren lassen. Naja, ein Trio-Gag könnte jetzt noch anschließen, indem man sagt, und hier lebt er von Hartz IV. Hallo, ne? Costa. Costa. Jedenfalls, Grüße an Costa gehen raus. Liebe DAX-Vorstände, das ist mein Aufruf an euch. Der Chefmasche-Trick ist wieder ein Argument für die Frauenquote. Damit könnt ihr wirklich Chefmasche-Anrufer total verwirren. Oder, liebe Chefs, ihr tut euch einen Sprachfehler zulegen, dass ihr unverwechselbar seid für eure Angestellten. Dass die sich nicht einfach verwirren lassen. Aber wenn jeder einen hat, dann werden auch so Listen ausgeteilt. Ja,
Ja, ich setze mich jetzt ein für die Aktion. Mein Chef lispelt, mein Chef spuckt. Das ist doch eine schöne Aktion. Die habe ich gerade ins Leben gerufen. Ich will die Konzernbosse von Kleinkriminalität und Trickbetrügertum beschützen. Das ist meine Aufgabe. Habe ich mir persönlich zur Chefsache erklärt. Ja? Vor allem, mein Chef lispelt, mein Chef spuckt. Ich spreche jetzt einfach mal ein bisschen tiefer, um die Stimmunterschiede ein bisschen herauszustellen. Alles klar. Hallo. Ich auch. Hallo. Ja. Noch was Organisatorisches. Du darfst nicht tiefer sprechen. Es verwirrt unsere Hörer. Verwirrt unsere Hörer ja total. Okay. Hast du noch was Organisatorisches? Bis gleich. Nee, ich habe mich so auf ein paar Themen vorbereitet, wie wir es eigentlich ansprechen wollten. Ja, an Weihnachten ist nichts mehr so, wie es mal war. Ja, es ist so. Ich mache ja die Weihnachtsgeschenke für unser Publikum, was Organisatorisches. Ich habe noch was. Ein Türchen nach dem anderen. Wir suchen die Trennt euch bitte Ultras. Tatsächlich. Wenn sich schon keiner meldet, dann sollen sich wenigstens die Superfans. Ja, tatsächlich. Wir brauchen hier keine zweite Ware, keine Bückware. Wir brauchen hier die Super-Ultra-Fans. Ja, die sich ein Danny Nager ganz groß aufs Schulterblatt tätowieren lassen. Tätowieren lassen, ja. Wir wollen witzige Remixes, wir wollen witzige Zusammenschnitte, die alle auf YouTube landen natürlich. Ja, weil andere Podcasts haben so Fans, die dann Best-Offs schneiden. Uh-huh. Die haben einfach weder Zeit noch Lust, irgendwie das Ganze noch fünfmal durchzuhören. Ja. Und ich finde, wenn man so Fans hat, denen das eh schon mega Spaß macht, die Folgen, und wenn es Leute gibt, die sowas dann können, wäre es doch großartig. Ja, vor allem Können, ne? Bei uns scheitert es so ein bisschen am Können. Die Lust ist da, vor allem die Zeit ist da. Zeit haben wir wie Geld, ne? Einfach viel zu viel. Wir brauchen auch so Leute, so Ultras, die Verschwörungstheorien uns andichten. Ja, in unserem Trennt euch bitte Wiki. Ja! Oh, so ein Trennt euch bitte Wiki? Da sind wir ja eh. Wir sind ja eh Wikipedia-affin, ne? Relativ. Wikipedia-affin. Hast du einen? Nee, Wikipedianer, was? Nee. Hast du keinen? Oder hast du keinen? Ich hätte jetzt einen. Oh. Aber wenn nur ich einen habe, ist schade, oder? Sag doch deinen. Mir fällt bestimmt auch noch einer ein. Wikipedianer des Monats. Mein Wikipedianer ist Frosty79. Frosty79? Und zwar ist es so, dass die Wikipedia ist eher so ein ernster Ort und wird dann schon sehr sachlich unterhalten, aber Frosty79 bringt für mich so eine Lebensfreude rein. Okay. Und zwar war ich auf dem Artikel Dushanbe, Hauptstadt Tadschikistan, unter dem Dushanbe. Unter dem Menüpunkt Partnerstädte habe ich mich da mal so umgeschaut und dann sind es natürlich die klassischen, sind da die großen Städte Moskau, St. Petersburg, Remhagen, Teheran, Ankara, Sana'a, Lahore und Reutlingen. Echt? Reutlingen. Da hat er mir ein Lachen entlockt. Und es stimmt natürlich, aber ich fand das so großartig. Gruß an Baden-Württemberg. Ich fand das so großartig. Und deswegen, Frosty79 hat auf seiner Seite, auf seiner privaten Seite, hat er so aus Brotzeit, hat er so Gesichter gemacht, wie andere Leute ihn sehen. Aber mal so lacht. Mit so einer Karotte. Oder aber mal so lacht. Und zwar hat er so eine Hassliebe mit einem anderen User, der heißt Noddy93. Und zusammen schreiben sie sich immer in den Diskussionszeiten. Okay. Schön. Und zusammen sind sie 161. Noddy 161. Und wie heißt der andere? Frosty. 172 sind sie zusammen. 172. Was habe ich gesagt? 161. Einfach mal total so verrechnet. Das würde meinem Wikipedianer des Monats nicht passieren. Der Woche. Es ist ja nicht der Woche. Es ist des Jahres schon fast. Es ist schon fast des Jahres. Ferdi BF heißt meiner. Oh. Ja, Ferdi BF. Der ist Physiker. Der ist 1959 geboren und Physiker. Und schreibt auch so über so physikalische Themen, die mir alle gar nichts sagen. Was für ist es so ein theoretisch oder angewandte Physik? Raumfahrt? Nee, schon eher theoretische Physik. Also ich glaube, da war, was ich jetzt so mir durchgelesen habe, war da kein Thema, wo man sagt, sagt mir auch nur irgendein Müh. Das sagt mir gar nichts. Nee, aber ich will die Ultras. Um die Rubrik abzuschließen. Ja, zurück zu den Ultras. Richtig. Wikipedianer des Monats. Wir wollen so Verschwörungstheorien. Wir wollen Liebschaften angedichtet wissen. Zu anderen Podcasts. Auch.
Aber wir wollen auch so. Ich leider keinen Namen ein. So. Der Sexcast. Sexcast. Die erzählen echte Geschichten aus unserem Leben. Das ist wahr. Zum Beispiel, ich will, dass Menschen auf YouTube hochladen. Ich hörte zum Beispiel David von Trennt euch bitte in meiner Firma anrufen als Chefmasche oder so. Wäre doch nicht schlecht, oder? Aber auch so Pornogeschichten. Wie heißen diese Pornogeschichten? Gibt es auch im Internet. Ah, fiel mir auch gestern schon nicht ein. Die haben doch so einen Fachbegriff. Irgendwas Story, oder? Hot Stories. Nein, die haben so einen unverfänglichen Begriff und dahinter verbirgt sich das Grauen. Das pornöse Grauen. Ja, notfalls macht es die Rechercheabteilung. Gut. Es ist gut, dass wir uns im Internet so gut auskennen. Ja, ne, deswegen wollen wir ja Ultras, die das wirklich können. Übrigens, ich brauche dann auch mal für unsere Ultras so eine Namenssammlung. Die Trenner war ja schon mal auf dem Tablet gestanden, ne? Ja, aber das ist so langweilig, ne? Dann habe ich die Dissoziatoren. Die Dissoziatoren ist so Arnie-Style, oder? Die machen tot, ne? Findest du nicht gut? Ja, was hast du noch? T-Renner? Gut, das ist nur eine Abwandlung, aber das macht schon gleich viel geiler. Das macht schon wirklich was aus. Dann, jetzt kommt noch was ganz Hintergründiges, die Psychologen, weil unser Podcast ist ja ein Trennungspodcast und ja. Wen braucht es da als Dritten? Einen Psychologen, der sich das Ganze anhört. Schön. Deswegen heißen sie die Psychologen. Auch Psychos. Die Slit Guys? Das ist doch geil, oder? Die Slit Guys? SG? Kaputte Schweine fiel mir da noch spontan ein, aber das hat nichts damit zu tun. Und Männenrobbys. Das war aus einem privaten Moment herausgeboren. Das waren so meine Ideen für unsere Ultranamen. Wie findest du die? Findest du die gut? Ich finde die nicht schlecht. Aber ich frage mich, ob sich die Bewegung den Namen nicht selber geben sollte. Ist eine Bewegung? Ja, irgendwann schon, oder? Da ist eine Bewegung im Gange jetzt schon. Es rumort doch da draußen. Ich spür's. Um die Weihnachtszeit herum machen wir vielleicht unser erstes Fantreffen sogar. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen überlegen, ein bisschen planen. Ja. Sowas braucht ja auch immer einen gewissen Planungsvorlauf, ne? Kann es sein? Weiß nicht. Es gab doch in der Anfangszeit von YouTube, gab es doch immer diese spontanen Fantreffen, wo dann total eskaliert sind, weil man es unterschätzt hat, wie viele Fans man auch wirklich hat. Und dann sind so Kreuzungen in deutschen Mittel- und Großstädten plötzlich überschwemmt worden von kreischenden Teenies. Und dann ist die Polizei der ganzen Lage nicht mehr Herr geworden. So ähnlich wie Hamburg letztes Jahr. Ja, mittlerweile ist es auch dann schon spontaner, glaube ich. Meinst du? Ich kann auch fast nicht mehr aus dem Haus gehen. Das ist richtig, aber das ist bei mir auch so. Das liegt aber einfach daran, dass im Moment Viel gearbeitet wird. So viele Baustellen bei mir vor der Haustür sind, ja. Soll ich doch mal tiefer sprechen? Ja. Einfach nur, um die Unterschiede deutlich zu machen. Wir lieben die Unterschiede. Wir lieben die Unterschiede. Ich habe dir übrigens, um den organisatorischen Teil mal abzuschließen. Ich bitte darum. Endlich mal abzuschließen. Habe ich noch was zu sagen von letzter Woche. Ich habe dir wohl letzte Woche aus Versehen einen Vielsafttrank verpasst. Wenn du dir das Ganze nochmal durch die Birne gehen lässt. Da waren viel Haare drin, ich erinnere mich. Da waren viel Haare drin. Richtig gut geschmeckt hat es auch nicht. Geschäumt und geblubbert. Du hast es ja das letzte Mal sehr plastisch beschrieben, wie dieser Trank aussah. Ja. Das schmeckte semi-gut. Leicht stückig, ist auch Beschreibung vom Vielsafttrank in Harry Potter. Aha. Ja, und ich wollte dich eigentlich in den Reiseleiter der Liebe verwandeln. Das hat aber wohl irgendwie nicht geklappt. Reiseleiter der Liebe war Harald Schmidt lange Jahre als Kreuzfahrtdirektor Oscar im Traumschiff, im ZDF Traumschiff. Ja, gut, dass es nicht geklappt hat, wenn ich eine Sache nicht werden will. Ja, vor allem der späte Harald Schmidt. Der späte Harald Schmidt hat im Moment richtigen Ärger, weil er hat nämlich einen Stalker am Hals. Tatsächlich? Ja, Harald Schmidt war lange Jahre mein großes Vorbild, bis ich gestern erfahren habe, dass der einen Stalker am Hals hat. Der zynischste Mann Deutschlands hat einen Stalker, geht jetzt vor Gericht, also der Stalker steht vor Gericht und Harald Schmidt muss auch kommen. Schlimm, oder? Aber jedenfalls in den wollte ich dich verwandeln, in den Kreuzfahrtdirektor der Liebe, weil du hast nämlich ein Thema vorbereitet. Kreuzfahrtdirektor der Liebe, Oscar. Hotels. Ja, genau, und ich habe mir gedacht, ach, das... diese ganzen Tabellen und irgendwelche Sachen aufzeigen und Listen, das taugt doch überhaupt nicht. Schön sind doch irgendwelche schöne Geschichten erzählen. Zum Beispiel Hotels sind da auch bekannt dafür, dass man immer dieses böse Erwachen irgendwie, weil man ja immer davon ausgeht, dass alles eigentlich perfekt ist, aber dann stimmt irgendwelche Sachen, so gehen immer fürchterlich schief. Und ich glaube, ich war für sowas mal, war ich tatsächlich mal schuld. Und zwar was? War ich in einem Hotel, das hatte im Keller eine Pool. Also egal wo. In Deutschland. Oh.
Ja, es war auch kein riesiger Pool, es war auch nur so 4 Meter mal 2 Meter. Und auf jeden Fall habe ich beim Hinausklettern über die Metallleiter, war ich anscheinend nicht so gut da drin. Und Warum? Stopp! Also, ich weiß, du bemängelst mich beim Schneiden immer dann dafür, dass ich dich unterbreche. Ja, bitte, ich bitte drum. Aber du machst dann auch so Aktionen, wo man mal trotzdem nachhaken Ja, will. hack doch nach. Warum bist du über die Steigleiter ausgestiegen? Über die Notausgangsleiter, oder wie? Na, Ach, aus über dem die Pool. Poolleiter, ja. Poolleiter fällt mir ein. Sims. Konnte man die immer sterben lassen? Gut, Das weiter. weiß ich nicht. Und dann habe ich mir da den Fuß angeschlagen und dann gehe ich da raus und die ersten Sekunden passiert ja noch nichts, ist nur so ein leichter Druck, aber dann Schienbein geblutet, sage ich nur. Schienbein Aua! geblutet, aber nicht ein bisschen, sondern richtig. Vom Und es Allerfeinsten. ließ sich dann leider nicht aufhalten. Und Uah. dann bin ich halt rausgelaufen. Also es ging dann so weiter, Du dass bist ich dann rausgelaufen und das Schienbein ist rausgelaufen, ne? da war ich noch kleiner von meiner Mutter ins Krankenhaus dann gefahren, wurde irgendwie so 7 Stiche oder so. Und Was? meine Mutter wurde auch noch geblitzt, weil sie zu schnell gefahren ist. Aber der größte Gag ist ja eigentlich, dass ich da mit dem blutenden Bein und das noch davor im Wasser war, Ja. so blutige Fußspuren hinterlassen habe. Und wir haben es niemandem gesagt. Das ist aber Und der schön. Nächste, der dann in den Pool geht, einen Riesenschreck kriegt, Aber das kommt also vom. das Blutbad einfach entdeckt. Das ist echt schön. Ja. Und vor allem die Piranhas hast du ja rangezogen. Völlig Der richtig. Nächste leidet. Egal wie. Aber das ist eine schöne Geschichte. Ja, Ja, und damit hast du ich ja habe es wirklich überlebt. Das ist das Schönste eigentlich dran. das ganze Hotel. In Aufruhr Ja, versetzt. schon, Wo ne? liegt die Leiche, haben sie sich immer Du gefragt. warst sozusagen Gesprächsthema Nummer 1. Weil es hat geblutet wie Sau, ne? Aus der Pudelanlage raus halt bis zu dem Ausgang, wo es dann halt in so einem Teppich geht, wo man es dann halt nicht so gut sieht. Oh Gott. Ne, das ist wirklich schlimm. Das Ganz ist, schlimm war das. wow. Aber auch das ist ja auch sowas, was man im Hotel immer sehr gerne hat. Fremden Dreck, egal ob jetzt Blut oder Eiter oder andere Überhaupt andere Leute. Körperflüssigkeiten sind. Ja, andere Leute sind im Hotel aber irgendwie gang und gäbe, ne? Ja, aber wenn man so direkt auf die trifft, sei es, wenn man zum Beispiel ein Hotel hat, was so ein Frühstücksbuffet hat oder so hat, Ja, da das laufe ich ist aber. Kampf. Ja, naja. Im Gegensatz dazu gibt es dann so zum Beispiel Hotels, die Schuhräume haben zum Beispiel. Und Ist da das. ist es dann mehr so Liebe, da ist es dann mehr so eine Hierarchie und die ist ganz klar gesetzt und Echt? ab dann ist alles gut, ja. Ja, aber das ist ja eher so, was ist das? So Skiurlaub. Die haben so Schuhräume. Ja, Und oder normale Hotels. Wanderhotels. In der Klasse bin ich nicht unterwegs. Das ist mir zu Holzklasse-mäßig. Nee, Schuhe, ich krieg einen Schuhschrank, einen eigenen. Oder ich komme nicht. Ich reiß Kriegst ein nicht paar an. Schuhe gestellt Ich auch krieg noch. manchmal auch ein paar goldene Schuhtreter gestellt. Oder so Jawohl. diese Pantoffeln, die es immer noch so in Plastik eingepackt Die gibt. Pantoffeln, wo vorne drauf ein kleiner Gorilla drauf gezeichnet ist. Beziehungsweise die ausschauen wie Gorillas. Wie Gorilla-Stapfen. Und wenn du die dann blutig einfärbst, dann sieht es aus, als wäre der Yeti im Hotel. Ist auch nicht schlecht, oder? Ist wirklich gut. Und es geht bei so Berghotels dann noch besser. Es ist zwar nicht, meistens nicht Nepal, aber irgendwie auch nach zwei Das Gefühl. kleinen Schnäpschen, Jagertees. Jagertees, denkst du wirklich, der Yeti ist hinter dir her. Wegen blutigen Sohlen. Füße geblutet, da ist es wieder. Ja, aber das sind ja so klassische Hotelerlebnisse während des Aufenthalts. Was passiert eigentlich bei einer kalten Abreise? Weißt du das? Was eine kalte Abreise ist im Fachjargon, weißt du nicht. Das ist, wenn ein Gast während des Aufenthalts stirbt, dann hat er eine kalte Abreise. Ist wie auf so einem Kreuzfahrtschiff, wo Ja. dann alle gelagert werden auch, Ja. ne? Ja, und im Gegensatz dazu eine heiße Abreise, Nicht bezahlt. wenn der Gast aus Versehen gegart wurde. Also, wenn eine kalte Abreise ist, wenn ein Gast während des Aufenthalts stirbt, muss ja eine heiße Abreise eigentlich sein, wenn ein Gast während des Aufenthalts geboren Verloren. wird. Wird er dann eigentlich Gast oder bleibt er Mensch? Das ist doch hier die Frage. Bei Geburt im Hotel. Oh, Geburt Ja, im Hotel. bei so Kreuzfahrt, also ich sage, das ist ja alles, kann ja auf Kreuzfahrt, hat es ja alles schon gegeben. Ja. Das ist so eine ganz eigene Welt, also da muss ja dann auch alles dabei sein. Da gehen ja auch immer an diesen Stationen so unfassbar viele Leute auch verloren, weil die es ja nicht mehr drauf schaffen. Ja. Ganz Stimmt. spannend. Unfassbar viele Leute. Ne? Marokko und der Mittelmeerraum ist voll von zurückgelassenen Deutschen, die einfach nicht mehr rechtzeitig auf ihr Schiff zurückgekommen sind. Also so Hotel und Kreuzfahrt und so, sind eigene Welten auch. Wirklich eigene Welten. Die haben eigene Begriffe fürs Leben, fürs Sterben. Und da fällt mir ein, während des Zweiten Weltkriegs wurde, ich glaube, in London eine Suite, aber da muss die Rechercheabteilung, glaube ich, nochmal drüber gucken, eine Suite von einem Hotel zum, oh Gott, jetzt sage ich es hoffentlich richtig, zum rumänischen Staatsgebiet erklärt, weil Alexander, der Thronfolger geboren werden sollte,
von Rumänien, der König von Rumänien, aber Rumänien besetzt war. Und der hatte kein Staatsgebiet, war in London im Exil untergekommen, der Vater. Und die Mutter musste dann im Hotel in der Suite gebären, die kurzzeitig zum rumänischen Staatsgebiet erklärt wurde. Damit Alexander auf rumänischem Boden oder Staatsgebiet geboren wird. Ja. Also ist doch Wahnsinn. Gibt es noch? Ist es dann noch die Königs-Suite? Vielleicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch rumänisches Staatsgebiet ist. Das wäre aber. Ja, das. Sowieso, das ne? Nicht. Das generell. Ja, also so Hotelsachen. Ich weiß nicht, ich mag ja eher so organisatorische Sachen. Das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also Hotels. Aber vielleicht so als Zwischending. Ja. Was auch organisatorisch ist, bei uns sind ja immer so Einschübe zu Rubriken. Hast du noch eine Rubrik? Naja, keine Rubrik, aber ich hätte einen Songvorschlag. Oh, erzähl. Und zwar mit ein bisschen längerer Vorrede, weil es auch was mit dem Thema zu tun hat, mit dem Thema Hotels. Es kam ja vielleicht schon raus, ich bin ein großer Fan vom Filmabspann. Kam ein bisschen raus bei deinem letzten Musikwunsch, ne? Ist es so, dass ein Filmabspann ist immer so was ganz Besonderes, weil die letzte Szene ist ja nur ganz ein Teil von dem Film, was erzählt wird, aber der Abspann muss alles nochmal gesammelt greifen. Stimmt. Und aufzeigen. Und deswegen finde ich es auch so schade, dass so viele Leute dann immer schon gehen, während der Abspann läuft. Aber egal, auf jeden Fall vom Film The Grand Budapest Hotel. Anderson? Ja, die Musik Oscar-prämiert Alexandre Desplat hat den Song Moonshine geschrieben, passend zum Abspann. Und es ist großartig, weil eigentlich endet der Film, Spoilerwarnung, naja, ich meine, der Film ist von 2015, wenn jetzt noch nicht gesehen hat, ist ja egal. Ja. Und endet ganz traurig eigentlich, ja, weil alle sterben, der eine verliert dann halt zum Schluss noch das Hotel, aber sagt irgendwie als letzten oder vorletzten Satz, so genau weiß ich es nicht mehr, die Zeit, die in dem Film gezeigt wird, war trotzdem, obwohl es jetzt so schlecht geendet ist, die schönste seines Lebens. So. Ja. Und es ist so eine Märchenhaft und dann geht es in diese Musik über und die ist ganz großartig. Russische Folklore wird gespielt. Jawohl. Ja, das soll ja im Ostblock spielen. Ja. Ja. Und in dem Abspann wird dann jeder genannt, das finde ich auch großartig, alle Musiker. Es wird auch zum Beispiel Suppenlieferanten gedankt. Und schön. Das Café am Flüsterbogen. Das ist deine eigene Handschrift nicht mehr lesen. So sieht es nämlich aus. Und ganz fantastisch ist auch, da kommt dann während dem Abspann eine Figur von so einem kleinen Tänzer in slawischer Tracht. Und der tanzt dann wirklich? Auch. Ich habe den Abspann nicht vor Augen. Und ist also der Abspann ist nicht nur großartig, sondern eben auch die Musik. Und deswegen empfehle ich euch allen da draußen jetzt Moonshine, Alexandre Desplat. Ach, das ist schön. La 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 la. Das ist aber so richtig, das ist richtig auch vorweihnachtlich. Ich finde, dieser Film an sich ist ja auch ein schöner Film. Ein bisschen romantisch natürlich, er endet irgendwie traurig, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie endet das so. Ja, es ist halt ein Märchen. Ja, irgendwie endet er, genau, wie ein Märchen. Es berührt einen nicht so, dass man sagt, das ist jetzt so ganz schrecklich. Naja, ich hätte noch eine Rubrik. Oh. Ja, ich hätte noch eine Rubrik und zwar, ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon als eine echte neue Rubrik nehmen, aber ich habe mir die gestern mal so überlegt. Raus. Die Rubrik heißt Genghis oder Oli Khan. Genghis oder Oli Khan. Oder was, du hast jetzt so Fakten raus. Ich habe jetzt so Fakten raus und du musst zuordnen, wer was gemacht hat. Die Goldene Horde hat damals das Champions League-Finale verloren. Wir machen jetzt einfach mal für diese Woche einfach mal so ein paar Beispiele, nur damit die Leute auch sehen, die Goldene Horde hat sich, genau. Nein, zum Beispiel, wer von den beiden, Genghis oder Oli Khan, hatte einen Blutklumpen bei seiner Geburt in der Hand? Ich hoffe doch mal. Tick-Tack, Tick-Tack. Achso, wir lassen Zuschauer. Nein, jetzt bitte. Achso, Genghis Khan. Glaubst du? Ja. Ich löse jetzt heute nicht auf. Mach ich nicht. Was? Nö. Okay. Wer war denn bitte die Geisel der Menschheit? Tick-Tack, Tick-Tack. Tick-Tack, Tick-Tack. Ich sage wieder Genghis Khan. Du darfst doch jetzt nicht auflösen. Ach so, ich darf nicht auflösen. Wer erhielt denn einen Song? Ich dachte, es geht an mich. Wer erhielt denn einen Song? Es kommt drauf an, von welcher Musikgruppe. Aha. Warum? Weil die über beide Songs geschrieben wurde. Von wem? Was? Was? Hm? Was wurde denn? Welche? Was? Es wurde doch über beide wurden noch Songs geschrieben. Ja, also richtig, ja. Die Geisel von Budapest, Leslie Mandoki, hat über Genghis Khan einen Song geschrieben. Ching. Richtig, genau. Ching. Und über Oli Khan haben die Geisel von Leipzig, nämlich die Prinzen, haben einen Song über Oli Khan geschrieben. Mein Musikwunsch passt dazu. Oh. Toni Schumacher von Knochenfabrik. Ah, herrlich. Oder? Ja. Ist ein geiler Musikwunsch. La 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 la
hört eigentlich auf Raimund Aumann? Das wollte ich nochmal einfach so in den Raum stellen. So, jetzt gibt's was zu trinken. Ich bin sehr gespannt. Und auch bereit wie ein Flitzebogen? Schauen wir mal. Kann ein Flitzebogen bereit sein? Ich spreche mal wieder ein bisschen dunkler, bevor ich das Trinken hole. Ja. Ich hoffe, er versteht es dann. Ich bin gespannt, ob jemand von den Zuhörern sich noch an die Knobelei erinnert. Oder schon gelöst hat. Wer das vergessen hat, ich trage es nochmal vor. Es geht um die Zwerge in der Höhle. Die tragen entweder blaue oder gelbe Mützen. Sie müssen die Höhle verlassen, sortiert nach Farben. Sie dürfen nicht kommunizieren, keine Tricks über Spiegel anwenden. Und sie wissen nur die Farben, Mützenfarben der anderen, nur die eigene nicht. Was hast du denn vorbereitet? Was hast du dabei? Ich habe was zu trinken. Aber ein ganz klassisches Getränk. Mir gehen langsam mal wieder wirklich die Getränke. Ein Eistee. Ja, mir gehen wirklich die Getränke aus. Aber das ist jetzt so fancy Stuff. Fancy Eistee. Hau mal rüber. So. Ein Traum von einem Geräusch. Wahrscheinlich. Ja. Ich verteile es mal gleichmäßig, ne? Es ist gleichmäßig verteilt. Also bitte. Ich sage nein. Naja, was ist das jetzt vom Geschmack her? Peach. Aprikose. Wie findest du es? Besser als der letzte? Ja, besser als der letzte. Aprikose. Ich kann mich kaum erinnern, das ist Monate her. Aber ja, aber da könnten wir uns auch mal drüber unterhalten. Über das, wann wir Themen wiederholen können. Ja, nein, über das kulinarische Gedächtnis des Menschen. Ich glaube nämlich, Das ist richtig, richtig gut. Ich fürchte auch, ja. Es ist richtig genial, zum Beispiel so Sachen wie... Wenn Leute von den Kartoffelsalaten zum Beispiel schwärmen. Aus der Vergangenheit, genau. Ja. Die Kartoffelsalate aus der Vergangenheit könnte... Das Wichtigste im Kartoffelsalat ist nämlich Liebe. Ja, aber der Kartoffelsalat aus der Vergangenheit könnte auch so ein Film sein. So ein deutscher Indie-Film. Oder so David Lynch, sowas ganz Kaputtes. Ja, oder jemand schreit im Hintergrund. Oder wir machen diesen Film. Die Kartoffelsalate unserer Vergangenheit oder so ähnlich. Ja, wir können ja mal Rezepte mitbringen. Mhm. Das fand ich schön. Du merkst, ich versuche alle Formate der deutschen Medienlandschaft hier rauszubringen. Da wird gerätselt, da wird gekocht. Es ist großartig. Ja. Und getalkt wird auch noch. Gibt es Rätselkochen eigentlich? Nein, ne? Das gibt's doch nicht. Das ist so ähnlich, naja, so ein bisschen. Dieses nebenbei Fragen beantworten und dann kochen. Nee, es gab doch mal dieses Würfelkochen. Du würfelst was und dann kochst du es zusammen. Aber das war nicht darauf aufgelegt, dass es gut endet. Echt? Naja, viel gekotzt auch. Viel gekotzt? Ja. Was? Ich glaube, es war keine echte Kochsendung. Okay, nee, solche Sendungen schaue ich nicht. Hast du noch irgendwas von deinem Hotel? Des Grauens? Von meinem Hotel des Grauens, damals in Chicago. Aha. Auch interessant. Ne? In Karakorum. Oh, das Hotel des Grauens, ja. Das war Weltausstellung, hat er sein Hotel. Wann war das, 20er Jahre? Noch früher. Nein, früher. Ja, wir haben schon mal drüber geredet. Also im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts. Oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Richtig. Hat ein Irrer, bin ich da richtig informiert, in Chicago während der Weltausstellung ein Haus hingestellt und das Ganze Hotel bauen lassen, als eine Art Hotel getarnt. Aber innen drin hat er Räumlichkeiten einbauen lassen, die nur er kannte. Ja, labyrinthartig quasi. Und das hat man von außen nicht gesehen, weil der immer wieder die Baumeister geändert hat. Aha. Und nur er hatte die Pläne, wusste, wie er langlaufen muss und hat dann da drin viele junge Frauen mit Gas getötet. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist eine geile Weihnachtsfolge, ne? Das ist super. Ja, deswegen bringen wir auch ein bisschen Liebe rein. Zum Beispiel im Hotel. Ja, bring mal ist Liebe. Ja auch oft, schließ mal mit Liebe ist ab. Ja auch oft, dass so die Zimmer als Liebesnester irgendwie so ausgelegt werden. Das sind eher Motels. Also mein Liebesnest ist immer nur stundenweise mietbar. Nein, und dann geht man da rein und dann ist man da so alleine im Hotel, da denkt man sich jetzt... Wirklich, das war nicht nötig. So diese zwei Betten zusammengeschoben, in der Mitte mit so Handtüchern, so ein Herz geformt. Stopp. In welche Hotels gehst du nochmal? Ja, das war bei neben der Autobahn, bei so einer Autobahnraststätte. Autobahnraststätte, ne? Ja. Da bin ich auch öfter. Wir reden jetzt über welche Autobahnraststätte, sagen wir jetzt mal nicht. Die besten Autobahnraststätten der Welt. Machen wir auch nochmal als Folge, in unserer Jean-Paul-Folge. Ich hoffe. In unserer Jean-Paul-Folge geht es um Autobahn und Eichhörnchen. Und um Bayreuth. Sollen wir mal frohe Weihnachten wünschen? Nee, ich wünsche frohe Feiertage. Ja, richtig. Also wir wünschen sozusagen überkonfessionell, überreligiöse, eine ruhige Zeit, kann man das sagen? Das ist auch schon so religiös vorbestimmt. Die starte Zeit, wie man es in Bayern sagt. Start. Wahrscheinlich, ja. Ja, wir in Norddeutschland haben ja keine Ahnung.
Ja, also dann, was wünschen wir denn? Wir wünschen eine gute Woche einfach. Einen guten Beschluss. Leute, haut rein, wir hören uns. Wir wollen Ultras von euch. Wir wollen. Oh nein, ich muss das Rätsel lösen. Noch. Ja, oh, unbedingt. Ich hoffe, ihr habt alle eine Lösung. Hast du eine Lösung? Die ziehen ihre Mützen ab und zeigen der Prinzessin auf, dass ein Arschloch ist. Ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt nicht mich mit beschäftigt. Die Lösung ist folgendermaßen. Die stellen sich alle geballt in ihre Höhle und einer stellt sich von ihnen mit bisschen ins Abseits und ein anderer stellt sich daneben. Und wenn die beide dieselben Mützenfarben haben, das sind ja die anderen, kommt der nächste, der sich dazu stellt sich außen hin. Immer so weiter, bis die da stehen, unterschiedliche Mützenfarben haben. Was? Die stellen sich nebeneinander. Sagen wir, der erste stellt sich hin, der hat eine blaue Mütze. Jawohl. Dann stellt sich der zweite daneben, der hat auch eine blaue Mütze. Jawohl. Dann weiß der andere ja nicht, ob er eine blaue oder eine gelbe Mütze hat. Das heißt, er stellt sich wieder daneben, weil wenn er sie in die Mitte von den beiden stellen würde, wäre es ja schon gemischt. Jawohl. Also wenn jetzt der dritte eine gelbe Mütze hat, haben wir blau, blau, gelb. Ja. Der nächste, der sich da hinstellt, stellt sich in die Schnittstelle quasi zwischen blau und gelb. Das heißt, immer wenn einer sich dazustellt, stellt er sich immer in diese Schnittstelle raus. Die nähern sich dann so langsam an. Nee, die stehen schon nebeneinander. Also der drückt die beiden weg und stellt sich dann so in die Mitte rein. Sodass sie dann zum Schluss sortiert sind nach Farben und die Höhle verlassen können und die Freiheit sich erknobelt haben. Und die Prinzessin? Die Prinzessin denkt mal, applaudiert. Denkt mal über ihre dunklen Taten nach. Was sind Zwerge eigentlich? Männer oder Frauen? Da gibt's beides. Ja, ne? Gibt Zwerge und Zwerginnen. Zwerginnen. Na gut, mit den Worten Zwerginnen verabschieden wir uns in den Feiertag. Tschüss! Trennt euch bitte.